Schönen guten Morgen, verehrte Medienvertreterinnen, heute ausdrücklich und auch Medienvertreter. Die heutige Pressekonferenz steht ganz im Zeichen unseres Beschlussantrages, den wir diese Woche im Südtiroler Landtag präsentieren werden. Es geht zum einen um die Anerkennung der Pflegezeit und auch der Erziehungszeiten für die Rente von Frauen, aber auch um die Anerkennung der Leistungen, die man tätigt, wenn man beispielsweise daheim bleibt, um ein Kind zu erziehen, wenn man daheim bleibt, um auch einen Angehörigen zu pflegen. Weil wir werden jetzt diese Woche wieder erleben, am kommenden Wochenende ist ja Muttertag, wie sich alle Parteien sozusagen wieder selbst übertreffen werden mit Lobeshymnen an die Mütter, mit auch Forderungen von gendergerechter Sprache und viele mehr, weil viele glauben, dass man den Frauen einen Gefallen damit tut, wenn man irgendwo ein Innen hinten dran hängt. Aber die wahren Probleme der Frauen sind damit nicht gelöst. Und wir möchten deswegen bewusst diese Woche hier im Landtag einen Beschlussantrag eben einreichen, um einmal aufzuzeigen, was man wirklich für die Frauen tun könnte. Denn keiner Frau ist, wie gesagt, damit geholfen, wenn man irgendwo ein Innen hinten dran hängt, wenn auf der anderen Seite die Frauen, und das sind leider vor allem die Frauen, die Probleme haben, dass ihre Zeit, die sie daheim verbringen, weil sie sich eben dafür entscheiden, ein Kind zu erziehen oder beispielsweise auch eine Angehörige zu pflegen, das gilt im Übrigen aber genauso für Männer, wenn diese Zeit nicht anerkannt wird, später für die Rentenjahre. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, diese Woche bewusst einen Beschlussantrag eben hier im Landtag zur Abstimmung zu bringen, der sich einmal mit der wirklichen Problematik von Frauen auch am Muttertag auseinandersetzt, weil wir nicht nur Probleme aufzeigen wollen, sondern weil wir auch Lösungsvorschläge bringen möchten. Und deswegen wird Ihnen heute meine Kollegin Miriam Arzt-Damerle den genauen Inhalt dieses Beschlussantrages vorstellen, auch gleichzeitig eine Aktion, die wir damit verbinden werden, vorstellen. Und ich übergebe jetzt das Wort an unsere starke Frau, die Miriam. Dankeschön, lieber Sven. Schönen guten Morgen. Ja, es geht um die Mütter, es geht um die Betreuung von Kindern, es geht aber auch um die Betreuung von vielleicht kranken Familienangehörigen. Und dass all diese Zeit, die ja eigentlich auch eine Beanspruchung ist wie eine Vollzeitarbeit, wie ein Vollzeitberuf, dass die bis heute eigentlich nicht anerkannt ist, nicht für die Rente zählt. Und einfach so als nebenbei, das bekam man ja nebenbei, das bisschen Haushalt sozusagen und das bisschen Erziehung und das bisschen Pflege, das geht ja nebenbei. Und die Mehrbelastungen werden immer größer, immer stärker und man hat eine Familie, man hat ein Kind, man hat ein Zuhause, eigentlich nur noch nebenbei. Aber genau das ist doch unser Fundament, das sind doch unsere Wurzeln, unser Zuhause. Werte Damen und Herren, können Sie sich vielleicht selbst auch noch daran erinnern, vielleicht haben auch Sie es noch erleben dürfen, zu Hause die Mutter, wo man gemeinsam Kekse gebacken hat. Man war gespannt, man war aufgeregt, es war die Einstimmung auf die Weihnachtszeit, es duftete süß nach diesen Keksen zu Hause. Oder im Sommer hat man vielleicht dem Vater oder der Mutter im Garten geholfen und man hat dabei gelernt. Man hat gelernt, wie man Salatpflänzchen einsetzt, man hat gelernt, wie man Kekse backt, wie man vielleicht Eiweißschaum schlägt und Zucker dazu gibt und man durfte aus der Schüssel schlecken. Und es war aber auch vielleicht an einem Regentag, an dem man gemeinsam mit den Eltern oder einem Elternteil zumindest vor dem Fernseher gesessen ist und sich in den Divan, in das Sofa gekuschelt hat. Und vielleicht hat es dann eben auch einen guten Kakao am Nachmittag gegeben oder einen Schokopudding. Und man hat sich Zeit füreinander genommen. Oder am Abend. Es ging nicht nach 6, wenn man nach Hause kommt, schnell kochen, noch eine Waschmaschine einschalten. Drüben muss man schon die Bügelwäsche für morgen herrichten, dann essen, gerade nebenbei mal die Kinder fragen und den Mann, wie der heutige Tag verlaufen ist, ob es irgendwelche Probleme gegeben hat oder ob alles in Ordnung ist. Sondern nein, man hatte vielleicht auch noch Zeit, miteinander Karten zu spielen und vielleicht eben auch ein Mensch ärgere dich nicht. Und genau in diesem sozialen und direktem Kontakt miteinander hat man viel gelernt, aber auch viel gespürt, Liebe gespürt, Zuneigung, Vertrauen, Geborgenheit zu Hause. Und das Zuhause hat man gelebt. Und auch das ist das, was heute sehr häufig fehlt. Unser Zuhause, unsere vertrauten vier Wände, die und heutzutage besonders auch noch
finanziell gesehen so kostbar sind, so viel kosten, haben wir nicht mal Zeit, wirklich darin zu leben und zu wohnen. Sondern unsere vier Wände sind nur noch ein Ort zum Schlafen und höchstens zum Essen. Und wenn es was zum Essen gibt, dann ist oft nicht mal Zeit, etwas wirklich selber zu kochen, sondern es sind oft auch nur Fertigprodukte. Und das soll zu einem gesunden Lebensstil führen, gesund vom Körperlichen, von der Ernährung angefangen, von einem vitalreicher Kost bis hin zu einer Gesundheit der Seele, wo zu Hause die Zuneigung, das Füreinander-Dasein, das Zeitnehmen füreinander und die Geborgenheit, die man spürt von zu Hause aus, dass es ein vertrautes Zuhause ist, das eigentlich auch vielleicht die Stütze in unserem Leben sein soll, unser Zuhause. Und das sind Werte, die wir heute beinahe nicht mehr kennen. Und das ist schade, dass das Ganze verloren gegangen ist. Und es ist wichtig, dass diese Werte wieder möglich gemacht werden. Es ist schön, es ist wertvoll, es ist gut, dass wir jetzt in den letzten Jahrzehnten sehr viel investiert haben, dass Millionen investiert wurden, um tolle Strukturen zu bauen, um Menschen pädagogisch auszubilden, dass sie eben auch Kinder von klein auf eben betreuen können, dass es Kindertagesstätten gibt, Kindergärten gibt von klein auf. Es ist viel Arbeit, wohlgemerkt. Es ist viel Einsatz und es ist viel Verantwortung, wenn man Kinder von anderen anvertraut bekommt. Und es ist wirklich viel von politischer, auch gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen worden und auch viel finanziell investiert worden, dass all diese Strukturen und diese Möglichkeiten heute geschaffen wurden und möglich gemacht werden für all jene, die arbeiten gehen möchten, die arbeiten gehen müssen. Doch jetzt ist es an der Zeit, hier auch all jenen Müttern, Vätern die Möglichkeit zu geben, die sich eigentlich wünschen, länger bei ihren Kindern zu Hause zu bleiben zu wollen. Natürlich, bei uns steht es jetzt steht die Mutter im Zentrum, stehen die Frauen im Zentrum von unserem Anliegen, denn es ist heutzutage einfach noch so, dass sich eigentlich meist die Frauen um die Kinder und die Familie kümmern, sie organisieren, sie sind eigentlich Unternehmerinnen ihres Familienbetriebes. Sie managen, sie pflegen, sie sind Doktorinnen, sie sind Ärztinnen zu Hause, sie sind Seelsorger, sie sind Köchinnen, sie sind Lehrerinnen, sie sind quer durch. Mütter sind alles zu Hause, auch Männer natürlich. Zum Glück haben wir diese Männer auch, die sich heute so engagiert zu Hause einbringen. Doch meist sind es die Frauen. Und gerade in der Frauenpolitik wird immer wieder davon gesprochen, man möchte warnen vor Altersarmut und es geht um den Wert der Frau. Doch wie bereits mein Kollege gesagt hat, was haben Frauen davon, nur weil in irgendwelchen Gesetzen ein Innen hinten dran gehängt wird für die Sichtbarkeit des weiblichen Geschlechtes, aber substanziell haben sie nichts davon. Und dabei geht es wirklich jetzt darum, diese Wahlfreiheit zu schaffen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eben, wir haben hier dazu einen Punkt, einen konkreten, dass sich die Parlamentarier in Rom dafür einsetzen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass endlich die Zeit, die man bei den Kindern zu Hause verbringt oder eben sich dazu entscheidet, einen kranken, pflegebedürftigen Familienangehörigen zu Hause zu pflegen, dass diese Jahre für die Rente anerkannt werden. Zudem soll eben auch die elterliche, die familiäre Betreuung, vielleicht eben durch Eltern, aber auch von Oma und Opa beispielsweise, die Betreuung von den Kindern, dass die gleichermaßen gefördert wird, sowohl eben politisch, gesetzlich, finanziell, wie jetzt beispielsweise, wenn man die Kinder eben in eine Struktur gibt oder zu einer Tagesmutter gibt, denn das wird alles finanziell mit unterstützt, aber wenn sich Eltern entscheiden, bei den eigenen Kindern zu bleiben oder dass die Kinder bei Oma, Opa bleiben können, da gibt es keine finanzielle Unterstützung dafür. Das soll gleichgestellt werden, das fordern wir auch im Südtiroler Landtag. Und zudem ist vieles eben auch davon abhängig, wie das Bild,
das generelle Bild auf etwas, auf eine Thematik gemacht wird und eben häufig, wenn man Frauen oder auch jemanden, egal ob Mann oder Frau, fragt, die jetzt zu Hause sind, bei ihren Kindern oder bei Familienangehörigen und fragt, was machst du zurzeit? Und wenn dieser Mensch keiner Arbeit nachgeht, dann heißt es nichts. Ich bin zu Hause im Haushalt. Ich bin zu Hause bei meinen Kindern. Wie, du machst nichts? Das ist doch viel. Das ist ein Ganztagsberuf. Und das ist ein Allrounder-Beruf zu Hause. Und das muss wertgeschätzt werden. Genauso wie in vielen anderen Bereichen jetzt höchste Zeit ist, dass es wieder eine Umkehr gibt, dass auch wieder beispielsweise, wie man jetzt sagt, Berufe, die viele Jahre eben jetzt nicht gefördert wurden, weil man vielleicht keinen höheren Abschluss hat, jetzt plötzlich erkennt man deren Wert wieder und dass es höchste Eisenbahn ist, hier wieder zu sagen, das ist ein wertvoller Beruf. Und so ist es hier jetzt eben wichtig, dass sich der Südtiroler Landtag für die gesellschaftliche, politische Anerkennung des Berufsbildes unter Anführungszeichen der Hausfrau, des Hausmannes und eben auch für den erzieherischen Mehrwert ausspricht und dies eben anerkennt und dass dies eben ein Wert ist und ein wertvoller Beitrag für unsere Gesellschaft und dass es eigentlich wie ein Beruf zu sehen ist. Für so manchen ist es vielleicht eben die Berufung, dass man zu Hause bleiben möchte bei den Kindern oder eben bei Familienangehörigen, die zu pflegen sind. Und deshalb soll das dementsprechend wertgeschätzt werden. Deshalb gilt es hier eine Gleichstellung und eben, dass eben das Ganze auch sowohl den anerkannten Wert, aber auch den monetären Wert erhält und auch für die Rente gezählt wird. Unterstützt soll das Ganze werden von einer Aktion, die wir als Südtiroler Freiheit jetzt eben starten, anlässlich des anstehenden Muttertages. Und im Zentrum soll eben hier genau diese Wahlfreiheit, die Wahlmöglichkeit stehen, dass man eben Müttern bzw. Vätern eben auch die Möglichkeit, die Wahlfreiheit, die wahre Wahlfreiheit zukünftig gibt, dass sie sich entscheiden können, bei ihren Kindern zu Hause zu bleiben und dass das eben auch anerkannt und sowohl eben auch finanziell unterstützt wird und gefördert wird, als auch, so wie es bereits jetzt ist, dass wenn man eben auch in den Beruf zurückkehrt und die Kinder eben in eine Struktur gibt oder zu einer Tagesmutter gibt und dass das gleichgestellt wird und dass hier eben auch aufgrund der Rahmenbedingungen, die gesetzlich geschaffen werden sollen, hier den Familien, den Eltern die wahre, die wahrhaftige Wahlfreiheit jetzt in Zukunft ermöglicht. Gleichzeitig soll es aber auch ein Danke an alle Mamis sein für ihren Einsatz, unsere Mütter, die uns nichts Geringeres, sondern das höchste Gut, das es gibt, wird, dass die uns das geben, und zwar Liebe. Ja, danke vielmals, Miriam. Sie sehen, wir haben hier einen Beschlussantrag vorbereitet, bei dem es natürlich um ein gesellschaftspolitisches Thema geht und wie wichtig diese Diskussion gerade hier im Landtag ist, zeigt auch die politische Orientierung manch anderer hier im Landtag. Wir hatten nämlich, ich glaube, es war vor 3 Jahren ungefähr, schon einmal eine Diskussion darüber, dass man eben den Eltern die Wahlfreiheit geben soll, ob sie daheim bei den Kindern bleiben oder ob sie eben Kinder in Betreuungseinrichtungen geben. Da ging es auch um die soziale Unterstützung des Landes für derartige Maßnahmen. Und da wurde meine Kollegin Mira Marz-Dammerle von einer Vertreterin, wohlgemerkt der Grünen, wüstens im Landtag beschimpft, dass sie hier ein Familienbild von vorgestern vertreten würde. Und genau darum geht es. Es ist diese Geringschätzung im Grunde genommen eines Familienlebens. Wer daheim bei den Kindern bleibt, der ist rückwärtsgewandt laut dem Weltbild der Grünen, der versteht nichts von Moderne. Und wer sein Kind möglichst schon gleich nach der Geburt irgendwo in eine Kita abgibt, der ist oder die ist dann natürlich die weltoffene und die moderne Frau. Und genau das wollen wir nicht. Es hat vor einiger Zeit einmal eine ganz nette Werbung im deutschen Fernsehen gegeben. Da wurde eben eine Frau gefragt, was sie so macht, während alle anderen erzählt haben, dass sie Bankkauffrau und was weiß ich nicht alles hat. Hat sie gesagt, sie leitet ein erfolgreiches Familienunternehmen. Und genau darum geht es, dass eben diesem unter Anführungsstrichen Berufsbild des Hausmannes und der Hausfrau auch eine gesellschaftspolitische Anerkennung zuteil werden soll. Und das gilt nicht nur für den Beruf der Hausfrau, das haben wir in vielen anderen Bereichen ja auch. Wir haben das beim Handwerk gesehen.
Das Handwerk hat in den letzten Jahren darunter gelitten, dass im Grunde genommen ein Weltbild vermittelt wurde, so quasi, man ist nur etwas wert, wenn man eine Matura oder ein Universitätsstudium hinter sich hat. Ein Handwerk hat keinen Wert mehr gehabt in der Wahrnehmung, weil es einfach schlecht geredet wurde, weil man so quasi so getan hat, also quasi, wer halt nichts versteht und wer nicht studieren kann, der soll dann noch ins Handwerk gehen. Nein, eben nicht. Das Handwerk ist gleichwertig wie ein Universitätsabschluss. Und genau das Gleiche gilt eben auch für Eltern, die sich entscheiden, egal ob Mann oder Frau, wenn man daheim bei der Familie bleibt, wenn man sich dem Familienleben, wenn man sich der Erziehung der Kinder, wenn man sich der Pflege von Angehörigen widmet, und vor allem sollte man nicht vergessen, dass das auch einen gesellschaftspolitischen Mehrwert hat und auch im ökonomischen Sinne, denn die Betreuungseinrichtungen für Kinder und auch für Senioren kosten auf der einen Seite viel Geld. Wir tun uns als Gesellschaft immer schwerer, auch Fachkräfte zu finden, die unsere Senioren betreuen, die Kinder betreuen. Das ist auch ein Mehrwert für die Gesellschaft im ökonomischen Sinne, wenn sich Menschen dazu entscheiden, bei der Familie daheim zu bleiben, diese Rolle einzunehmen in unserer Gesellschaft. Und das soll nicht nur finanziell gefördert werden, sondern wir finden, dass das auch gesellschaftspolitisch und eben deswegen der Antrag im Landtag eine Anerkennung finden sollte. Und wir sind gespannt, wie diese Woche die Diskussion im Landtag hier ausgehen wird. Wir hoffen, dass auch die Frauen im Landtag die Notwendigkeit sehen, diese Rolle anzuerkennen, sowohl für Mann als auch für Frau. Aber unabhängig davon, wie die Abstimmung diese Woche hier im Landtag ausgehen wird, werden wir für dieses Anliegen werben. Deswegen auch diese Aktion, die wir diese Woche starten, weil wir der Überzeugung sind, starke Frauen brauchen kein Binnen-I, sondern starke Frauen brauchen eine gesellschaftspolitische Anerkennung, brauchen faire Rahmenbedingungen dafür, dass ihre Erziehungs- und Pflegejahre in die Rente mit einfließen. Das ist aktive Frauenpolitik, so wie wir sie betreiben. Dafür stehen wir und dafür setzen wir uns ein. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann stehen wir Ihnen gerne für weitere Interviews zur Verfügung. Ansonsten bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen auch den Zusehern daheim noch einen schönen Tag. Vergessen Sie die Mütter nicht am kommenden Wochenende. Es ist Muttertag. Es ist wichtig, dass diese Wertschätzung nicht nur eine leere Worthülse ist, sondern dass die auch mit Inhalten gefüllt wird. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen noch einen schönen Tag und allen Müttern einen schönen Muttertag.